Annette liebt die Arbeit mit Tieren und Kindern. Maren hat Schwein und Wein. Das ist die Margarete, unsere Schwarzwaldlady. Und das ist die Anja, unsere Jungwinzerin. Jutta hält Strauße an der Schweizer Grenze. Und Magdalena ist unser Küken und hat ein großes Herz. Die Küche ist das Herzstück auf dem Hof von Familie Bornheimer-Schwalbach. Macht ihr die Villa kunterbunt? Das wird ein Clownhaus, Mama. Ein Clownhaus? Ja. Ein Clownhaus. Frag mich nicht, was das ist, ich habe keine Ahnung. Unsere Kinder runden eigentlich alles ab. Also meine Kinder sind mein Ein und Alles, mein Herz. Das ist halt schön, ne? Wenn man zwei große Mädchen hat und einen kleinen Sohn danach. Man merkt schon, man hat da sehr viel Hilfe. Alle drei sensationell. Ich liebe sie ohne Ende. Mit Hefeteig arbeite ich am liebsten. Kann man den Frust der Woche rauslassen. Für den Besuch, den Maren erwartet, bestreicht sie den Teig dünn mit Vanillepudding und gibt Heidelbeeren drüber. Also der Hefekuchen ist ein Rezept von meiner Schwiegeroma. Die hat immer Hefekuchen gemacht. Das war immer super lecker, jeden Samstag. Meine Mama ist nicht so die Köchin und Bäckerin. Da habe ich nicht so ganz so viel mitgekriegt, muss ich gestehen. Obendrauf Streusel. Die macht Maren, anders als in vielen Rezepten, nicht mit kalter, sondern mit geschmolzener Butter. Der Kuchen im Glas kommt für gut 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Bei mir gibt es Hausmacher-Wurstpraline. Im Hauptgang wird es Spanferkel mit Fünselkartoffeln geben und als Nachtisch unsere Schmandcreme mit Beerentopping. Ich denke, der Rest, das wird schon passen. Also, die werden Spaß haben vom Programm her, was wir ja so alles uns ausgedacht haben. Das wird lustig. Genau. Super. Genau. So, du machst Nase und Ohren. I can. Gut. Ich bräuchte Dank. Also, das Backen hier macht eigentlich schon richtig Spaß. Ich meine, es ist auch richtig cool, wenn man nicht so alles so nach Rezept verläuft oder so oder improvisiert wird oder so. Ja, ne, es macht viel mehr Spaß. Ja. Yeah. Ohren sind fertig. Ja, die brauch. Ist das gut, Mama? Super. Die Schlappohren. Mama, da sind zwei Ohren, die nicht so gut aussehen. Guten Morgen. Was mit euch? Ja. Etwa 80 Schweine, bunte Bentheimer, leben das ganze Jahr über artgerecht im Freien. Die alte Rasse war vom Aussterben bedroht. Maren und ihr Mann Bernd haben sich bewusst für die bunten Bentheimer entschieden. Mit 5 Schweinen hat 2009 alles begonnen. Vom Hof, knapp 5 Minuten entfernt, stehen genau zwischen diesen zwei Windrädern die Holzhütten für die Schweine. Inmitten der Weinberge von Gau-Bickelheim. Hallihallo, das Wasser ist da. Ja. Super, Schatz. Meine Handbremse, die habe ich schon mal abgerissen. Hier sind so viele Hebel und wenn man aus der Stadt kommt, das ist halt manchmal schon ein bisschen schwierig, gell, Schatzi? Ja. Das erste Mal, dann habe ich irgendwo ganz da unten auf dem Acker gebremst und da hatte ich aber die Handbremse in der Hand. Das war lustig. Aber war eine lustige Sache. Haben es repariert und heute funktioniert die Handbremse. Ja, das ist immer noch das gleiche Teil, aber er ist lieb zu mir. Es passt. Hier oben gibt's weder Strom noch Wasser. Ein selbstgebautes Rohrsystem sorgt dafür, dass alle Tränken immer voll sind. Ah, die Mädels. Die rufen schon nach dir, Schatzi. Ich weiß. Ach, wenigstens einer, ha? Ja. Ja, halber. Zum Eber traut sich nur Bernd ins Gehege. Halver bringt schlappe 300 Kilogramm auf die Waage. Er ist 4 Jahre alt. Ja,
hier kommen halt die Schweine hin, die rauschig sind dann. Und ja, dann kann der Eber sich eine aussuchen. Und so ist er immer gut gelaunt, wie das ja so im Leben ist. Wenn die Männer die Frauen um sich herum haben, und dann sind sie zufrieden. Der Bernd mit seiner Arbeit auf dem Feld und in den Weinbergen und bei den Schweinen ist ja komplett draußen der Chef. Und ich vermarkte es drin. Das ist so mein Steckenpferd, was ich halt gut kann. Ich kann alles verkaufen, sage ich immer. Und das macht mir halt auch einfach Spaß. Bei den Bentheimer Ferkeln sieht man die typischen Flecken sehr gut. Ah, da kommen sie ja, die Süßen. Meine Dalmatinerschweine. Maren und Bernd sind bei einem Bioverband und ziehen die Schweine mit Getreideschrot und eigenem Grünfutter auf. Wie Urlaub auf dem Bauernhof, sage ich immer. Also das ist das, was ich mir gewünscht habe mein Leben lang. Also Schweine, Hammer. Das sind so kluge, saubere, tolle Tiere. Also der Begriff, du alte Schwein, das passt nicht. Vielleicht das alte, okay, aber nicht das dumme oder das dreckige Schwein. Das sind eigentlich falsche Ausdrücke. Die Schweine, das ist so mein Ruhepunkt für mich. Es ist unheimlich schön zu sehen, wie die Tiere das genießen, die Freiheit. Und dass man einfach auch mit bei den Tieren dabei sein kann und dass eine Gutmütigkeit entsteht und ein Verhältnis, ein tierisch gutes Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Das funktioniert richtig gut. Neben dem Schweinegehege liegt einer der Weinberge der Familie. Ja. Mach's ordentlich. Mach's ordentlich. Gib mir Mühe. Ja, das Mindeste, dass du Mühe geben musst. Und die Geschwindigkeit nicht vergessen. Nicht so viel dumm gebabbel. Der Betrieb war ursprünglich ein reines Weingut und kommt aus Bernds Familie. Erst seit 2015 gehört den beiden der gesamte Hof. Vorher hatten sie nur die Schweine. Ja, sauber. Bernd baut ein Viertel der Trauben selbst aus. Den Rest verkauft er an andere Bio-Winzer. Bernd ist da jetzt voll in seinem Element. Und ja, er macht super Weine, finde ich. Er ist ja ein 1000-prozentiger, der sehr viel Wert auf Qualität legt, sehr viel Wert drauf legt, dass alles natürlich bleibt, dass die Begrünung stimmt, dass alles stimmt. Der späte Frost im April hat auch das sonst so warme Rheinhessen getroffen. Bernd rechnet in diesem Jahr mit 30-40% weniger Ertrag. Wir müssen lernen, mit der Natur zu arbeiten und auch mit der Natur zu leben. Wir können nicht dagegen ankommen. Das sind einfach Dinge, die passieren. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Tschüss, viel Spaß noch. Tschüss, danke. Bis später. Später. Maren fährt zu ihren Eltern ins knapp 20 Kilometer entfernte Heimersheim. Als sie 14 war, zog die Familie von Dortmund in das kleine Weindorf bei Alzey. Hallihallo! Mann, da bin ich. Was machst du denn hier? Hi. Grüß dich mal. Hallo, Papa. Und? Hi, Mama. Mann, schau da. Hi. Und? Was wolltest du? Ich wollte noch meine Sachen gravieren für meine Frauen. Ja. Ja, genau. Maren hat Groß- und Einzelhandelskauffrau gelernt. Sie lebte eine Zeit lang in München, in Stuttgart und in Irland. Doch immer wieder kam sie zurück zu ihren Eltern nach Heimersheim. In deren Geschäft hat sie regelmäßig gearbeitet und so auch das Gravieren gelernt. Ja, noch zwei Namen. Und dann bin ich sogar schon gleich fertig. Ja, das ist ja gut. Dann hast du es geschafft, ne? Ja! Du wolltest ja. Reinhold Wosap verkauft Pokale. In den 60er und 70er Jahren gewann er selbst welche. Fast 200 Mal spielte er für Borussia Dortmund. Sein größter Fan? Tochter Maren. Deutscher Meister von Europapokal, Pokalsieger. Wir haben alles geholt mit Borussia. Da war die Mary, die war stolz. Und ich bin heute auch stolz auf meine Tochter. Und muss ganz ehrlich sagen. Ne? Bleib so, wie du bist. Und gesund. Weil das ist das Wichtigste überhaupt. Ich bin froh, meine Eltern sind immer auf dem Teppich geblieben. Die waren immer natürlich und sind so, wie sie sind, schon immer. Wenn so Spiele waren oder so, war man irgendwo bei den Promis. Ich habe uns nie dazu gezählt,
weil wir einfach wir sind. Ja? Und dann war man halt mit Uwe Seeler, mit dem Franz Beckenbauer oder egal, beim Günter Strack habe ich auf dem Schoß gesessen damals. Die Lena Valaitis ist mit uns da rumgeflitzt oder bei Veranstaltungen. Oder, also man hat mit dem Günter Jauch, der wollte mit mir damals um die Häuser ziehen, ja, wo ich noch jünger war, keine Ahnung, in Berlin beim Spiel. Das sind so ganz andere Welten gewesen. Aber genauso gut freue ich mich, dann nach Hause zu kommen, in meine vier Wände, zu meiner Familie, zu meinen Kindern, zu meinem Mann. Und das, da fühle ich mich wohl. Das ist meine Welt. Zu dieser Welt gehört auch Freundin Moni. Genau wie Maren bewirtschaftet sie ein Weingut mit Ackerbau. Für Marens Gäste werden die beiden besten Freundinnen gemeinsam kochen. Für die Blumendeko holen sie Lein und Fenchel auf Monis Feldern. Oh, weißt du noch das erste Mal, wo ich bei dir war und wo ich den Wein gepflückt habe? Trauben gelesen haben. Ja. Ich habe mich immer gewundert, warum ihr so schnell seid. Ihr wart schon in der Hälfte von der Reihe und ich stand noch vorne am ersten Busch. Aber ihr habt ja die ganzen Blätter abgerissen. Ja, die reißt man auch ab, ich weiß, bei der Hand. Heute weiß ich es ja. Aber du hast so vorsichtig zur Seite geschoben. Das war schön. Ab ins Körbchen. Prima. Anschließend fahren die Freundinnen auf Marens Hof in Gaubickelheim. Mit ihren Bio-Schweinen haben Maren und Bernd eine Marktlücke gefunden. Und Maren hat vor einem Jahr ihren eigenen Hofladen eröffnet. Mal ein bisschen Sauerei hier. Maren und Moni machen jetzt schon das Dessert für morgen. Also die war schlecht. Die Schmandcreme muss gut durchkühlen. So, das sieht doch schon mal lecker aus. Wie voll hättest du die gerne, Maren? Ich hätte gern so bis hier so. Drei Viertel. Ja, so, dass nach oben schön was drauf passt. Sehr schön. Noch ein bisschen. So, fertig. Ja, so ist perfekt. Himbeeren und Erdbeeren werden das Topping des Nachtischs. Sieht das lecker aus. So, wie weit bist du, Moni? Ich brauche noch einen Moment. Wir kochen täglich zusammen. Nein. Wirklich tatsächlich eher weniger. Weniger. Früher haben wir das ganz oft gemacht, als wir noch keine Kinder haben. Und es war auch sehr schön. Kannst du dich noch an die Notchis auf meiner Waschmaschine erinnern? Ja. Oder den Sekt an deiner Decke. Ach so, stimmt. Zur Einweihung, das war damals auch lustig. Ja. Der rote Sekt, wir waren gerade fertig mit allem, ne? Und dann köpfen wir die Flasche Sekt und ausgerechnet, die hatte Druck und platt. Die ganze Decke, die Wand, alles, was gestrichen war, war dann wieder ein bisschen rot. Die Beeren werden unter ständigem Rühren mit Tortenguss, Zucker und Traubensaft angedickt. Und noch warm über die Creme gegeben. Sehr schön. Eine leckere Himbeere. So, ihr Süßen, jetzt wird schön kalt. So, auf dann. Die Musik, die geht jetzt an und dann geht's los. Jeden Freitag leitet Maren für 2 Stunden das Kinderturnen. Tochter Nele und die kleineren Geschwister unterstützen die Mama dabei. Long. Und Arme nach oben. Jups. Mach dich ganz groß. Genau, und Arme nach oben. Ja, super. Das ist mein Hobby. Das ist meine Freizeit. Das liebe ich total. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Dafür ist extra eine Aushilfe, sage ich mal, extra da, die mich Geld kostet, damit ich hier freiwillig stehe. Also es macht mir unheimlich Spaß. Die Kinder geben einem viel und das ist klasse, wenn die kommen und ja, einen kennen und drücken und herzen. Oh, das gibt mir so viel. Hallo. Hallo. Was darf ich euch geben? Eine Zitrone, einmal Schlumpf, Waldmeister und Schokolade. Wow. Also ich hätte gerne eine Biene Maya. Zeit mit der Familie ist für Maren das Schönste. Jetzt kommt die Mama.
Nein, ich hätte gerne einen Erdbeerbecher ohne Sahne. Durch einen Schicksalsschlag vor 10 Jahren haben sich für sie und Bernd die Prioritäten verändert. Wir haben 2007 eine Tochter bekommen, unsere Anni. Die ist leider in dem Jahr auch verstorben. Sie hatte einen Herzfehler. Da waren Nele und Lina noch sehr, sehr klein. Jano gab es noch nicht. Und danach hat sich unser Leben total verändert. Wir haben vorher ganz andere Jobs gehabt. Der Bernd war Drucker, der hat Schicht gearbeitet, früh, spät, Nacht. Das war halt schon immer sehr hart. Und ja, als unsere Anni gestorben ist, haben wir alle irgendwie da gesessen und haben gesagt, ist das das, was wir wirklich wollen? Und irgendwie kam das dann, weiß ich nicht, wir haben immer wieder gesagt, eigentlich sind wir gar nicht so glücklich, wie es ist. Und danach haben wir halt gesagt, okay, wir übernehmen das Weingut vom Schwiegervater, der wollte in Rente gehen. Und dann hat Bernd sich dann irgendwann auch von seinem Job getrennt. Wir haben halt einen großen Schritt gewagt, indem wir wirklich viel riskiert haben, viel investiert haben auch. Und haben halt gesagt, wir müssen erstmal den Betrieb ein bisschen aufbauen, haben dann unseren ganzen Hof umstrukturiert. Ich verdanke das auch alles irgendwie meiner Tochter Anni, weil wir haben seitdem sind wir alle so zusammengerutscht und wissen, was es heißt, Familie zu sein. Ja, also es war eine fürchterliche Zeit. Ich wünschte meinem ärgsten Feind nicht, aber es hat uns in allem weitergebracht. Genau, im Notfall. Nein, nicht kleben. Das ist die Art, wie du den auf die Nase stellst. Wie jeden Tag holt Bernd auch an diesem Morgen frische Luzerne vom Feld. Grünfutter für die Schweine, eiweißreich und aromatisch. Dass die Landfrauen heute zu Besuch kommen, nimmt er gelassen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Dass sie einfach mal sehen, dass man Schweine oder Tiere auch anders halten kann. Mit unserer Freilandhaltung sind wir ja schon, haben wir ja einen gewissen Sonderstatus. Der Oldtimer hat Rheinhessen erreicht. Mit dabei Magdalena Zelder aus der Eifel. Margarete Schwer aus dem Hochschwarzwald, Annette Aller aus dem Westerwald, Jutta Kurz aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und Anja Kurz aus dem Heilbronner Land. Also Stress habe ich schon, glaube ich. Also sofort von der Arbeit. Mit ihrer Art wieder weg, genau. Den Stress. Also ich glaube, die... Mit ihrem Lachen. Ja. Genau. Ich glaube, dass die Familie auch ganz spaßig ist und dass wir da eine schöne Zeit haben. Ich glaube, dass die genauso lebhaft sind wie die Maren und so lustig. Und das kann man vorstellen, dass es kunterbunt dazu geht. Und die Schweine auf jeden Fall. Ich glaube, die gehören da halb zur Familie. Nicht nur wie die Schweine gehalten, auch wie sie verarbeitet werden, ist anders. Direkt auf dem Hof und ohne Zusatzstoffe. Das ist Matt und der Emmermann. Ja, super. Metzger Manuel kommt alle 2 Wochen, portioniert das Schlachtfleisch und macht Wurst. Immer schön kneten. Immer unterstützt von Maren oder Bernd. Das schaut gut aus. Du, das reicht. So. Ich nehme ein bisschen, oder? Nimmst dir, was du brauchst. Mhm. Also bei unserem ersten Schwein tat es noch weh, wie es so schön heißt. Beim ersten Mal tat es noch weh. Ja, das war unser Bruno, der wurde damals geschlachtet. Und das war halt schon ein bisschen blöd, muss ich ehrlich gestehen. Da haben wir auch ein Tränchen vergossen. Aber als wir ihn dann das erste Mal richtig probiert haben, auch seitdem ist die Liebe zum Fleisch größer. Nein, dafür sind sie da. Die haben ein super Leben und schmecken gut. Bernd ist noch draußen bei der Luzerne. Er braucht sie nicht nur als Futter, sondern für eine Überraschung. Für ihr Menü holt Maren in ihrem Laden noch eigene eingemachte Wurst
Und für den Begrüßungsdrink frische Erdbeeren. Der Bus nähert sich seinem Ziel. Trotz der langen Fahrt gehen die Gesprächsthemen nicht aus. Also ich habe aber auch was Tierisches gekriegt zum Geburtstag. Zwei Laufente und drei Perlen dahinter wieder. Die kosten echt Nerven, die Viecher, aber sie sind toll und sie schmecken so gut. Nein, die habe ich nicht. Die habe ich zur Zierde, die habe ich nicht so. Im Ernst? Ja, es könnte dir passieren, dass ich als Schlachter esse, weil die sind so lecker. Ja, gut, ja. Zum Wohl. So was wohl. Es ist kurz vor 12. Bald wird der Bus den Hof erreichen. Maren muss als nächstes den Begrüßungsdrink vorbereiten. Pürierte Erdbeeren sind die Basis. Hallo. Hi. Guten Morgen. Ja, cool. Hi. Jetzt geht's los heute. Ja. Maren lässt die pürierten Erdbeeren mit Mineralwasser und Zucker kurz aufkochen. Und Moni füllt die Gläser schon zu einem Viertel mit Sekko. Oh, ich liebe Erdbeer-Limes. Ich glaube, die Mädels, die haben da auch Spaß dran. Die sind dann gleich gut gelaunt heute. Der ist schön erfrischend und jo, man merkt nicht, dass man davon beschwipst wird. Der Erdbeer-Limes wird auch noch mit einer ordentlichen Portion Wodka aufgegossen. So, jetzt kommen die gesunden Sachen. Bisschen Zitronensaft. Passt. So ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon. Normalerweise bin ich ja eine coole Socke, aber so ein bisschen Freude aufgeregt. Ich freue mich total, wenn die jetzt kommen und was die zu unserem Hof sagen, zu den Schweinen, zu allem, zum Essen. Dafür, dass der Erdbeerleimes nicht sofort in den Kopf steigt, sorgen die Schweinekekse. Obwohl ich ja von meinem Beruf her von früher auch mit Schweinen zu tun habe, als Tierarzthelferin, wo ich auch bei einigen Geburten mal dabei sein musste. Aber ich freue mich, weil es ja schon lange her ist, mal wieder eine ganz andere Tierrasse in meinem Umfeld zu haben. Ich habe jetzt keine Berührungsängste, allerdings hätte ich ein bisschen Respekt, weil die können nämlich beißen. Und das möchte ich, glaube ich, nicht werden. Da hatte ich, glaube ich, bei der Annette mehr Respekt von Kuh, weil ich da doch ein bisschen kleiner Mensch bin und die Schweine hoffentlich etwas kleiner sind wie ich. Und nee, also ich freue mich drauf. Also ich habe jetzt im Moment noch keine Angst. Ja! Ja, schön spannend, und machen. Ja. Wow, oder? Endlich! Abendchen, das freut mich. Hallo, ja, ich freue mich. Freue mich, der letzte Tag, ja. Ja, alles super. Ja. Nee, alles prima. Das ist unsere Lotta. Lotta. Welche Lotta? So, wir haben jetzt erstmal eine Kleinigkeit für euch zu trinken, gell? Und zwar ist das Erdbeerleimes mit Sekt. Selbst gestrickt. Ja. Erdbeerleimes fand ich jetzt für die Temperatur und für die Saison super passend. Also er wäre sehr, sehr lecker. Und ja, ich hätte mir jetzt auch nichts anderes gewünscht. Also es war einfach sehr erfrischend, es war fruchtig und mit einem kleinen Pep dann, wenn man aus dem Bus rauskommt, dass einfach der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Was dann? Ich weiß nicht, ob du damit so einverstanden bist, wenn dein Mann mit uns auf der Decke da liegt. Ich bitte euch herzukommen, einzusteigen. Ich
mach mal den Stab. Ja, bitte, Annette. Tja, Mädels, viel Spaß. Bernd, wir hoffen, du hast noch jemanden, der uns fährt. Komm hoch. Das sag ich nicht nein. Das ist doch cool. Ich gönne ihn euch, aber nur für einen Tag, ne? Aber den wirst du nie vergessen. Tschüss. Ciao. Ciao. Die Luzerne sorgt für ein weiches Polster bei der wilden Fahrt. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass wir da in so einen alten Ladewagen reinsteigen und mit Bernd da in Wingert hochfahren zu seinen Schweinen. Also das war schon eine lustige Tour. So, da packen wir mal das Kind. Hast schon mal ein Schwein über den Hof getragen? Satte 25 Kilogramm wiegt Marins Hauptgericht. So. Und jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken. Super. Gut. Ich würde sagen, die hängt gut. Motor ab und... Yeah. So, dass wir jetzt heute nicht verbrennen, habe ich noch einen kleinen Sonnenhut für euch. Ich nehme den blauen. Du nimmst den blauen. Danke. Danke dir. Gut. Wer möchte anfangen von euch? Ich will einfach nur reinschmeißen. Kannst du auch reingehen, wenn du alles dich klar. traust. Da? Also, ich habe keine unten. Angst. Gut. Alles gut. Nächste Portion. Noch jemand? Teil's mal schön ein. Ja. Anja bleibt erstmal außerhalb des Elektrozauns. Anders als Magdalena ist sie nicht mit Schweinen groß geworden. Okay. Nächste Portion. Danke. Die darf dann ganz unten. Okay. Bleib hier, ich habe eine Freundin. Die macht gerade Bibi. Bernd, kann ich so ein kleines haben? Jetzt direkt noch mal zum Streicheln oder willst du eins mit nach Hause? Für die Marie. Dann müsste ich dir aber der zwei Stück geben. Ach so, nee. Schweine sind ja Herdentiere. Ich kann dir jetzt mal eins geben zum Streicheln für auf den Arm, wenn du magst. Nee. Ich mag glaube zu schwer. Ja. Kratzen. So. Oh, die ist so echt knuppig. So. Guck doch. Oh, nee. Guck mal, das ist überhaupt nicht schlimm. Hä? Komm rein. Die? Ich bin nicht ohne Grund Winzerin. Man sagt mir, ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass ich wohl auch ein bisschen Wirbelwind war und immer draußen unterwegs war, unter den Kühen und zwischen den Schweinen. Und wenn halt gar nichts mehr ging, dann wurde ich halt zu den Ferkeln gesteckt, weil da konnte ich halt nicht raus und ist halt auch nichts passiert. Also, ne, hab dann mit denen gespielt und wenn dann die Arbeit für die Erwachsenen vorüber war, dann konnte ich wieder raus. Also, ich bin nicht nur mit Schweinen, sondern unter Schweinen groß geworden. Dornenblumkes. Und hier eine Kerze. Die ist zu viel. Nicht so ordentlich. Kennst du mich? Mhm. Ja, chaotisch. Chaotisch sortiert. So à la Mare. Eine Bekannte hat für Maren die kleinen Betonschweine gegossen, damit sich das Motto des Dinners auch in der Deko wiederfindet. Dazu die gravierten Schütten, die Gastgeschenk und Tischkärtchen in einem sind. Okay, perfekt. So, weiter geht's. Auf. Dann, jo, nächste Baustelle. Mit Decke und Picknickkorb hat Maren die Kinder in den Wingert geschickt. Richtig professionell. Tada! Tischlein deck dich. Ja, genau. Dann kommt und nimmt mal Platz. Ja, ja, ich setze mich zu dir. Die Frauen bekommen Traubensaftschorle und den Hefekuchen im Glas serviert. Oh, danke. Das sieht schön. Ja lecker aus. Danke. Da habe ich auch richtig Hunger drauf. So. Ja. Haben wir hier noch die Löffel. So, ich hoffe, es schmeckt euch. Also wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Wenn ihr dann fertig seid mit Essen, dann habt ihr wahrscheinlich den Grund erkannt, warum ich Maren auch geheiratet habe. Ja. Mit gutem Kuchen kann man dann also Männer fangen. Passe gut auf. Ja.
Die sind die Tricks der Landfrau. Okay. Dieser leckere Kuchen mit diesen Blaubeeren war genau zum perfekten Zeitpunkt und hat uns wirklich gut durch den Nachmittag gebracht. War sehr lecker. Ruckzuck hatten wir die Gläser leer gegessen. Während draußen noch gespeist wird, beginnen Maren und Moni in der Küche mit der Vorspeise. Wie viele möchtest du von den Schweinen? 6 Stück, oder? Ja, ja. Wir brauchen ja 6 Teller. Maren hat sich für eine kalte Vorspeise entschieden. Und eine besonders liebevolle Art, sie anzurichten. Ich möchte ja irgendwie auch alles vom Schwein präsentieren. Und da gehört nun mal auf jeden Fall Hausmacherwurst dazu. Und wenn man meint, das wäre so nicht mehr so der Renner, Hausmacherwurst ist eigentlich sehr im Kommen. Also es wird auch bei uns im Laden sehr, sehr viel verkauft. Das Schwein aus Schinkenwurst auf Hirse-Dinkel-Vollkornbrot spaziert auf einer Wiese aus Kresse. Die für die bunten Bentheimer charakteristischen Flecken sind aus schwarzer Johannisbeermarmelade. Dann hole ich jetzt die total gehasste Blutwurst raus. Und die schmeckt so lecker. Ich esse das auch sehr gerne auf Flammkuchen. Auf Flammkuchen? Mhm. Okay. Auf Flammkuchen. Das hab ich auch noch nicht gehört. Doch. Blutwurst mit Apfel und saure Gurken mit Leberwurst verwandeln Maren und Moni in Wiesenblumen. Na, Zensi? Oh Gott, muss nicht zucken. Alles gut. Unser Fleisch schmeckt, man muss da nichts machen. Ich werde nachher Salz und Pfeffer dazustellen, falls einer ein bisschen Salz und Pfeffer möchte. Aber prinzipiell, ich gehe davon aus, es braucht keiner. Schweine reinigen sich mit Schlammbädern. Das befreit von Insekten und kühlt. Und bringt die Frauen ins Schwitzen. So ist genau richtig. Vielleicht sollst du deiner Tochter doch mal ein Schweinchen bringen. Das macht er richtig gut. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen das Wasser. Ja, das mache ich. Ich matsch gern. Okay. So muss das. So, Anja, geh mal baden. Hä? Ich komm weg. Ja, mach. Nein, warte. Nein. Ein Schlammbad. Bei über 30 Grad genau das Richtige. Annette, magst du noch ein bisschen Wasser nachkippen? Ja. Ich glaube, die hat sau Spaß da drin, oder? Ich bin auch vorsichtig. Oh. Ist das gut? Ja, wir verstehen uns, gell? Kannst du ruhig über den Kopf machen. Dann komm mal her. Eine Abkühlung. Oh, guck mal. Das genau. Oi. Voll die Frist, das ist so. Oh, wie schüttelt die sich gleich wieder? Fatima, Sau. Ich glaube, das hat ja so richtig gut getan. Und das war so ein Wohlfühlmoment oben auf dem Berg bei den Schweinen. Und es war ein wunderschöner Tag. Und dieses Bild werde ich aber mit Sicherheit am meisten in Erinnerung behalten. Cool. Wow. Jetzt seht ihr auch schon gleich euer Gastgeschenk. Das liegt nämlich direkt auf dem Teller. Dann guckt er mal. Oh, Jutta! Ah, ein Klavier! Jutta! Jutta. Ja, die Jutta! So, auf den ersten Blick haben wir gar nicht gesehen, dass da eine Gravur drin ist und unser Name draufsteht. Das macht es natürlich sehr persönlich und es war sehr schön. Das Schäufele kommt bei mir in die Küche und dann werde ich immer beim Benutzer, ob es im Mehl oder Müsli ist, an die Maren denken. Den Geschmack der Wiesenblumen runden Honigsenf und eine Erdbeere ab. Nele, Lina, es kann losgehen. Jeder schnappt sich 2 Teller, kriegt, egal, nur nicht fallen lassen und gerade halten. Mhm. Perfekt, Abmarsch. Sehr schön. Ich hab gar nichts für da euch. Kommt die Chefin. Oh, nein. So. Und was sagt dann hier? Sehr, sehr geil. Das müssen wir mal schön. Aber sehr schön. Warte mal. So, genau. Die Deko dürft ihr jetzt einfach mal vom Tisch tun. Kurz. Dankeschön. Dankeschön.
Wir wären ja auch enttäuscht gewesen, wenn wir die guten Schweine jetzt hätten auch heute nicht probieren können. Ne? Also das fängt ja schon mal super an. Ja, mit Schwein und Wein. Hm? Ja. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Ja, ja. Ja. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Es ist wirklich wahr. Yeah. Oh. Auf dich und deinen Abend. Ja, ja. Danke auf euch, dass ihr hier seid. Ja, dann mal los. Ja, okay. Hm? Auf die Duppe Wutz. Genau. Wir freuen uns. Also die Leberwurst erinnert mich voll an früher. Ja. Die hatte mir auch immer so als Hausmacher. Mhm. Genau. Schwein. Und das ist nämlich unser Rezept. Mhm. Es schmeckt wie früher. Ja. Das sagt meine Mama auch immer wieder. Mhm. Oh, das schmeckt wie früher. Ja. Ja. Doch, es ist auch so. Es war für die Temperatur, für den Tag, für den Anfang sehr gut. Und auch der passende Wein dazu fand ich bombastisch. Also auf die Vorspeise muss ich nochmal anstoßen. Ja, will ich auch sagen. Die ist dir echt gut gelungen. Sau lecker. Dankeschön. Sau lecker. Sau lecker. Zum Wohl. Blutwurst, da tue ich mir ein bisschen schwer mit, aber ich muss sagen, ich habe dann gedacht, Mensch, du probierst es jetzt. Und die Kombi, die sie hatte mit dem Apfel oben drauf und ich glaube, es war auch noch ein Stück Erdbeere oder Himbeere, das hat das Ganze nochmal so fruchtig abgerundet, dass ich selbst sagen muss, Blutwurst, wo ich sonst kritisch bin, das war wirklich sehr lecker. Apfel gibt dem Spanferkel und Marens Füllselkartoffeln eine frische Note. In Bernds Familie wurden die Spanferkel gefüllt. Marens Füllselkartoffeln kommen aus der Pfanne. Das ist im Endeffekt alles, was an Hausmacherwurst, an Hack und mit zusammen, also ein Füllsel nennt sich das. Früher wurde es in die Sau gemacht, aber ich mache es halt außerhalb, weil ja, ich finde es so schön, da hat man alles ein bisschen mehr einzeln. Moni schwenkt die Zwiebeln in Balsamico-Essig, die Beilage zum Spanferkel. Und das ist jetzt nach 4 Stunden gar. Oh, lecker. Rum in die Ecke. Es plumpst auf den Boden. Und hier drauf, gell? Genau. Boah. So. Ja, so, mein Mädchen, da bist du auch nicht umsonst gestorben. Jetzt wirst du gegessen. Die Frauen bewerten die Vorspeise. Maximal 10 Punkte dürfen pro Gang vergeben werden. Und nach dem Dessert noch mal bis zu 10 für den Gesamteindruck des Menüs. Spanferkel ist eine Familientradition. Denn das gab es immer zum Geburtstag von Marens Schwiegeroper. Die Bentheimer Schweine haben einen vergleichsweise hohen Fettanteil, der für den besonderen Geschmack sorgt. Danke. Ja, natürlich, kein Problem. Oh. So, das ist Spanferkel. Das haben wir uns gewünscht. Probiert mal, das Fleisch ist nicht gewürzt. Ich habe es mit Absicht mal so gemacht, damit ihr das mal probieren könnt. Toll. Haut rein, sonst ist es gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Also du hast recht, da braucht man Keinen Pfeffer mehr. Nee. Das ist ein guter Eigengeschmack. Ja. Dieses Fleisch, es war wirklich fantastisch, muss man wirklich sagen. Ohne irgendein Salz oder Pfeffer oder ein Gewürz hat es wirklich toll geschmeckt und war zart und saftig, genau richtig. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Mm. Also Maren, die Kartoffeln sind Weltklasse. Habe ich noch nie so gegessen. Echt? Aber Hammer. Dankeschön. Das Spanferkel war eben super lecker, weil das so ungewürzt war. Dann was Würziges und dann nochmal was Süßes mit den Rotweinzwiebeln und dem Apfel. Also die Kombi hätte ich jetzt so nicht im Kopf gehabt, aber das war super fein. Was habt ihr heute alle mit meinem Mann erlebt? Jetzt bin ich ja doch mal neugierig. Wow. Hat er noch nichts erzählt? Nein. Es war erlebnisreich. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich bei euch eine Sau waschen darf. Eine Sau waschen? Ja. Okay. Und ich glaube, der hat es richtig gut gefallen.
Annette ist jetzt im Wellness-Team bei euren Schweinen. Die muss da öfters hin, weil der Fatima ging das gut ab. Und die fand das sehr, sehr gut, ja. Siehst du? Und die sind bestimmt traurig, wenn die Annette das nicht noch mal so bald macht. Das ist ein richtiges Genießerschwein. Ja. Ja. Unsere Fatima, ja, das glaube ich. Schön. Hi. So, ich bereite schon mal das Dessert vor, Mama. Ja. Ah, die waren wieder begeistert. Super. Die hatte ich noch mit weißer Schokolade geschmolzen. Okay. Das Lustige ist, die haben alle andere Gesichter. Stimmt, ich stehe eben eine Brille auf. Zu bewerten ist jetzt Spanferkel ungewürzt mit einer aufgefrischten Traditionsbeilage. Spannend. Fehlt noch der Sekko mit einem Schuss Grenadin. So, jetzt hauen wir hier noch ein paar Schweinchen rein. So. Jetzt stimmt wieder jemand zum Servieren. Ja, perfekt. Ja. Kommt genau richtig. Gutes Timing. So, wunderbar. Okay. Oh, ah. Wow. Wir haben heute noch gar nichts zu trinken bekommen. Yes. Ja, ne? Oh, ich bin saurein. Meine Liebe. Darf ich euch das mal einfach so ganz frech durchreichen, damit ich hier Platz habe für die Mädels? Und das ist für dich. So. Auf einen wunderschönen Abend. Geschafft. Ja. Wow. Ja, ich freue mich. Auf dich. Wow. Prost. Prost. Wo sind die Schweine hin? Mm. Das ist wieder was für mich schön süß. Ja. So, meine Nachspeise ist eine Schmandcreme mit einem Beerentopping. Genau. Und die Nase nicht vergessen, ne? Die Halvernase. Ja. Schwein gehabt. Ja, genau. Was für ein Schwein. Ein saustarker Tag. Prima, dann lasst euch schmecken. Danke. Danke. Danke dir. Du auch. Danke. Ordentliche Portion. Mhm. Ah ja, ihr sollt ja nicht gekriegt bei dir, gell? Nee, ihr sollt ja auch nicht hungrig nach Hause. Ja. Ich glaube, es ist doch nicht zu groß. Das Dessert. Das war das i-Tüpfelchen vom Essen noch mal oben drauf. Was Süßes. Wir sind so alle wegen Süße. Und bei dem warmen Wetter so was erfrischend, fruchtiges. Das war richtig toll. Ich glaube, man hat es gesehen. Es ist nichts mehr in den Gläschen drin geblieben. Auch das haben wir noch gut geschafft. Und auch die Nachtischvariation war Maren gelungen. Alle schätzen ein. Wie viele Punkte ist mir das Essen wert? Maximal 40 kann jede Frau an einem Abend vergeben. Das war das dritte Menü, Halbzeit. Weitere drei folgen. Hau ich einmal die Bewertungskarten ein. Danke dir. Bitteschön. Jetzt probier den Kugelschreiber direkt schnitten. Prima. Danke. Auftrag erledigt, ja? Danke, Jano. Ja. Super. Mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschakka! Ja, oh, danke, Moni. Ja. Geil. Ihr macht super weh. Klasse. Danke. Wir haben es geschafft, ja, du sowieso. Oh. Ich habe es auch geschafft. Ich bin total glücklich. Ich glaube, es hat allen sehr, sehr gut geschmeckt. Und ja, mir auch. Hat alles geklappt. Bin erleichtert. Wunderbar. Oh, wir sind schon da. Oh je. Mädels, ich hab's geschafft. Ja. Darauf noch einen Absacker. Und nächste Woche treffen sich die Frauen bei Margarete Schwer im Schwarzwald. Genau. Ich freue mich jetzt auf dich. Ich kann mich jetzt richtig genießen. Ach, ich genieße es auch. Ja, ich hab noch Timer.